möchte ich mal kurz ein paar aufklärende Worte sagen zu diesem immer wieder genannten Begriff der Souveränität. Ja, wir müssen zwei Souveräne unterscheiden. Es gibt zwei Souveräne. Und in dem von Lars charakterisierten Bildungsbereich, nicht? Er hat eben gesagt, wir sind doch der Souverän. Lars, ist ein bisschen verwirrend, weil in diesem Kultur-, in diesem Aufklärungsbereich, da ist eigentlich gar kein Wir. Da muss jeder aus seiner Erkenntnis seine Erkenntnis der Welt vorstellen. Eine lebendige Kultur lebt ausschließlich dadurch, dass inspirierte Persönlichkeiten ihre Sicht auf die Dinge kundtun können und dass dafür Plattformen da sind, dass sie das können. Versteht ihr? Der Souverän im Kulturbereich für eine lebendige Kultur ist der einzelne Mensch. Das heißt, dass alle Programmatik aus diesem Bereich zu verschwinden hat. Wer die Kultur demokratisieren will, zerstört die Kultur. Denn Demokratie in der Kultur heißt, dass das einzelne Individuum sich nach einem Programm zu richten hat. Und damit wird der einzelne Mensch zu einem Funktionär eines Programms. Das ist Staatskultur, das haben wir. Als ich meine Rede gehalten habe im Mai, da habe ich gesagt, und das kann ich ja wiederholen, ich verstehe einfach nicht, wie es sein kann, wie ein mittlerweile 35-jähriger Fallschirmspringer ein paar Bücher liest und so schockiert ist, dass er eben so eine Bewegung lostritt. Das verstehe ich deshalb nicht. Ich wiederhole mich, aber ich sage es nochmal. Das habe ich nicht verstanden und das verstehe ich immer noch nicht, weil wir Universitäten haben, die Millionen bekommen mit Professoren, die das Geld bekommen, um ihr Wissen zu steigern. Und nichts hört man von diesen Menschen. Nichts. So, und wenn Millionen und hunderte Millionen über Jahrzehnte an Steuergeldern in solche Institute gesteckt werden und keinerlei kritisches Potenzial aufgebaut wird, dann muss man irgendwann verstehen, dass Programmatiken und saturierte Professoren nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen, dass sich irgendeine Kultur entwickelt, die die Menschheit vorwärts bringt. Ja, und so ist es eben auch mit den Studenten. Mir ist aufgefallen, dass 68 die Studenten auf der Straße waren wegen des Vietnamkriegs. Ja, aber diese Studenten damals, die hatten autoritäre Väter, die hatten zum Teil Kriegserfahrung, 50er Jahre, ja, die hatten autoritäre Eltern. Die hatten die Professoren mit dem Muff unter den Altaren, wie es so schön hieß. Aber eigentümlicherweise hatten diese Studenten Power. Die hatten Power und standen auf der Straße. Es ist doch eigentümlich, dass jetzt die heutige Generation mit den Eltern, lass uns mal reden, ja, wir wollen mal reden mit den kleinen Kindern, man ist nicht mehr so streng. Mit dem tollen, liberalen, gesellschaftlichen. Dass diese Generation, die in dieses Bachelor-System eingepfercht ist, viel schlimmer dran ist, als die unter der autoritären Knute der 50er Jahre standen. Viel schlimmer, viel tiefliegender Lahm gelegt in ihren Willenskräften. So, also, jetzt halte ich meine Rede von Mai nochmal, aber das kann ja gleich nicht schaden. Also, ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen, wie dringend notwendig ist, dass wir uns autonom machen von dieser Ausbildungsmaschine.
die Menschen lähmt und paralysiert, dass sie ihr Denken nicht mehr als ihr eigenes Produkt erleben. Die Urproduktion des menschlichen X ist das Denken und das wird durch die Universitäten der Menschen abgenommen. Er erlebt es als entfremdetes Pflichtprogramm. So, also das wiederhole ich hier gerne nochmal, dass dieser Punkt viel zu wenig beachtet ist und man sagt, wir brauchen ein besseres Bildungssystem. Und dann sage ich an der Stelle, nein, wir brauchen überhaupt kein System. Wir brauchen die Kraft von Individuen, der Gedanke, dass man in der Bildung ein System einrichtet, wieder Programme über Individuen stülpt, ist der Grundfehler in diesem Bereich, ist die Demokratisierung der Kultur. Das muss aufhören. So, das wollte ich nur sagen, das ist der eine Souveränitätsbegriff. In der Kultur, in der Aufklärung muss immer mehr die Kraft des Individuums in Erscheinung treten können und dass dadurch, dass da eben Möglichkeiten bestehen. Ich habe die These, macht eure Wohnzimmer zu Hörsälen, ladet Menschen ein. Man müsste eigentlich eine Internetseite machen, wo solche Dinge irgendwie publik gemacht werden. Also die Souveränität des Einzelnen. Und nur ganz kurz, im Rechtsbereich, in dem Bereich, wo verbindliche Gesetze beschlossen werden, die ja dann schließlich alle betreffen, in diesem Bereich sind wir alle zusammen der Souverän. Das ist ein anderer Souverän. Wir alle zusammen der demokratische Souverän. Da gehört die Demokratie hin, am besten auch mit der Möglichkeit der dreistufigen Volksgesetzgebung. Selbstverständlich mit der Diskussion, dass aus der Mitte der Bevölkerung auch Gesetzesvorlagen gemacht werden können. Also, dieser Souverän sind wir alle zusammen, die Bevölkerung im Rechtsbereich. Also da bitte ich euch mal, diese beiden Souveräne deutlich zu unterscheiden. Also einmal, dass alle entscheiden können im Rechtsbereich und in der Kultur der einzelne Mensch, nur einzelne Menschen, dadurch bekommt die Kultur Farbe. Und da soll auch gestritten werden, aber das ist das Freiheitsfeld. So, also jetzt, das war jetzt mein kleiner spontaner Beitrag und vielleicht hat das ein bisschen zur Begriffsklärung beigetragen. Schönen Abend euch noch. Ja, vielen Dank.